Hier haben wir eine Fichte und jetzt, da Frühjahr ist, treibt sie neue Zweige und neue Nadeln oder Blätter. Und das ist so ganz schön weich und da hat man traditionell, hat man die zusammengetan, gesammelt und in Zucker oder mit Honig gekocht. Es macht einen wunderbaren Brotaufstrich, würzig. Ich kenne es aus der Schweiz, im Emmental, da hat man sie Tannenschössli genannt, aber wie heißen die auf Schriftdeutsch? Tannensprossen. Also das ist etwas, oder wenn man wandert, kann man einfach gut essen. Und jetzt ist die Jahreszeit, wo man sie sammelt.